Frau Bissig, heute ist der grosse Tag. Endlich hat er uns frisch renoviert, umgebaut, ausgebaut, ein Schulhaus können ziehen. Ihr seid glücklich und strahlend. Ja, wir freuen uns alle, zurück zu sein, nachdem wir jetzt 3 Jahre an der Rute Klinik waren. Also, es war eine sehr gute Lösung als Übergang, weil das alte Gebäude umgebaut ist. Aber wir sind sehr froh, im neuen Gebäude zu sein, wo wir um mehr Platz haben, wo wir Lehrerbereiche haben, wo man sich wirklich treffen kann, wo man neue Ideen entwickeln kann, wo wir eine Cafeteria haben beim Eingang, eine grosse Aula, die uns gefällt hat, eine Bibliothek, die im Zentrum ist. Nein, wir sind sehr zufrieden, dass wir jetzt in diesem neuen Gebäude am alten Standort an der Rue Antoine de Saint-Exupéry zurück sind. Also ich finde, es ist wie zu Hause, weil die Materie ist immer die gleiche. Es gibt mehr Licht, es gibt mehr Raum, aber irgendwie ist es die gleiche Schule. Und das ist auch schön, weil die Stimmung ist immer da, noch da, und ich finde, die Farbe der Schule ist immer da. Also man findet etwas, was man schon vorher hatte, und man, ja, die Schule ist sehr schön. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe unsere Schule, also schon damals, aber mehr wegen dem Ambiente. Das bleibt natürlich jetzt so mit dem neuen Gebäude. Also das Ambiente ist immer gut gewesen. Aber natürlich hat man gemerkt, dass es wenig Platz hat. Auch man war immer knapp mit den Sälen und so. Und jetzt hat man da ein bisschen mehr Spaß. Mhm. Also mein erster Eindruck ist, dass es ein sehr helles Schulgebäude ist. Und dass es sehr räumlich ist. Und dass man in den Klassenzimmern auch viel Licht bekommt. Und das finde ich, gibt so eine gute Ambiance. Mhm. Und du, Isabel? Ich finde es aber schön, dass es neu und renoviert ist. Also ich finde, es sieht sehr schön aus. Und alles ist so gut organisiert, finde ich. Also es hat so eine Cafeteria und alles. Und eine Bibliothek finde ich auch sehr gut zum Lernen. Okay. Merci vielmals. Alors, d'un côté, c'est bien parce qu'il y a plein de nouveaux espaces pour les élèves. Comme par exemple une très grande cafétéria, même là dehors on peut s'installer tranquille sans être à côté des voitures. Mais d'un côté je suis pas hyper d'accord avec l'architecture, ça me plaît pas forcément, ces gros blocs noirs et les intérieurs un peu jaunes comme ça me plaît pas tellement. Mais à part ça c'est quand même bien.